Hey, was geht? Wir gehen heute mal auf die 10 sagenwogene Monster, die es nicht gibt. Oder vielleicht doch? Wer weiß. Also mal schauen. Boah. Sie sehen aus, als kämen Sie aus deinen schlimmsten Albträumen. Es gibt keine Beweise für Ihre Existenz, aber all die Schauergeschichten über Sie klingen ziemlich real. Und Sie werden von Generation zu Generation weitergegeben. Verrate mir am Ende, welche Kreatur du Video ist am Dienstag aufgenommen worden. Wenn es um mysteriöse Kreaturen geht, denkst du wahrscheinlich sofort an Bigfoot. Ein riesiges Wesen, das ein bisschen wie ein Affe aussieht und extrem große Fußabdrücke und andere Spuren hinterlässt. Weswegen viele in der Gegend des pazifischen Nordwestens von seiner Existenz überzeugt sind. Er ist so populär, dass auch ähnliche Wesen zu ihren eigenen Legenden kamen. So wie das Mogollon-Monster, das man auch den Arizona Bigfoot nennt. Berichten zufolge wurde diese mysteriöse Kreatur im Gebirgsgebiet Mogollon-Rim gesichtet. Das soll um die 2 Meter groß sein, große und rote Augen haben. In den Geschichten heißt es, dass sein Körper mit langen, roten, braunen oder schwarzen Haaren kämpft. Außer im Gesicht, auf der Brust und auf den Füßen kämpft. Es soll Kronen, Vögel und andere Wildtiere nachahmen und stößt seltsame Pfeiftöne aus. Man sagt, dass das Mogollon-Monster gerade nachts die Lagerplätze erkundet. Das Monster baut Nester aus Zweigen, Tannennadeln und Laub. Falls du mal in der Gegend bist und Steine aus einer Ecke fliegen siehst, ja, da sitzt das Mogollon-Monster. Es ist ein Allesfresser. Das heißt, es frisst Pflanzen und Tiere. Und es ist am liebsten nachts unterwegs und lauert auf Beute, die sich im Wald verirrt hat. Urayuli. Das ist ein 3 Meter großes, mystisches Wesen. Es heißt, es versteckt sich in den südwestlichen Waldgebieten Alaskas. Es soll ein riesiges, schwerfälliges Biest sein, mit extrem langen Gliedmaßen. In den Geschichten heißt es, dass seine schlaksigen Arme so lang sind, dass sie bis zu den Knöcheln reichen. Dieses Wesen soll auch ein dichtes Fell haben. Das Einzige, was in seinem Gesicht nicht behaart ist, sind seine unheimlichen leuchtenden Augen. Die Legende besagt, dass die Urayuli ihre leuchtenden Augen benutzen, um ihre Beute zu hypnotisieren. Aber keine Angst, sie haben es wohl nicht auf uns abgesehen. Sie stehen eher auf Hirschen. Sie sollen wohl auch freundlich zu Menschen sein. Manche Leute behaupten ja, dass Urayuli eine Art von Bigfoot sind. Wendigo ist auch so eine furchterregende Kreatur. Sie soll sich in den nördlichen Wäldern zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten verstecken. Ist jetzt alles USA-Dinger, gell? Auf der Suche nach verirrten Wanderern. In Geschichten heißt es, dass der Wendigo früher ein verirrter Jäger war. Und die eisigen Winter verwandelten ihn in eine wilde, 4,5 Meter große Bestie mit gegerbter Haut, über seine spitzen Knochen gespannt ist. Erst im 20. Jahrhundert tauchten Geschichten über ihn auf. Die Leute sagen, dass diese Bestie immer noch in den langen, kalten Wintern durch die Wälder streift. Sie ist auf der Suche nach verirrten Menschen, die sie aus der Dunkelheit packen kann. Ja, das war schon. Das Monster vom Lake Worth ist gruselig. Nochmal USA. Die Kreatur, die halb Mensch, halb Ziege ist, wird auch das Inselmonster genannt. Es ist 2 Meter groß und so stark, dass es Autoreifen durch die Luft schleudern kann, als wären sie Plastikspielzeug. Im schlimmsten Fall taucht es in der Dunkelheit auf und schwingt sich aus den Baumkronen voller Wucht auf deine Motorhaube. Ich habe keine Motorhaube. Das erzählen jedenfalls die Leute, die dem Monster begegnet sind. Lake Worth liegt westlich von Dallas und östlich von Fort Worth. In der Mitte dieses mystischen Sees gibt es eine Landmasse, die Greer Island genannt wird. Der Legende nach streift dort das schreckliche Monster umher, das auch als Fort Worth Bigfoot bekannt geworden ist. Einige Skeptiker ist jetzt alles Bigfoot oder was? Gehen dort immer wieder mal auf Wanderschaft, um herauszufinden, ob an diesen Legenden etwas Wahres dran ist. Mit seinen roten Augen lauert er in der Dunkelheit. Der Mothman ist ein menschenähnliches Wesen, das in den 1960er Jahren in Point Pleasant in West Virginia gesichtet wurde. Auch dieses Wesen dauert in der Dunkelheit. In Amerika. In einer kalten Novembernacht im Jahr 1966 meldeten 2 junge Paare der Polizei, dass sie eine große, graue Kreatur mit glühend roten Augen gesehen hatten. Es sah aus wie ein fliegender Mann mit etwa 2 Meter breiten Flügeln. In den nächsten Tagen häuften sich die Sichtungen.
Ein Wildtierbiologe der Universität von West Virginia erklärte später den Reportern, dass diese Beschreibungen auf den Sandhügelkranich zutreffen. Das ist ein großer nordamerikanischer Kranich, der fast so groß wird wie ein Mensch. Er hat eine Flügelspannweite von 2 Metern und rote Kreise um seine Augen. Ein paar dieser gigantischen Vögel könnten von ihrer Zugroute abgekommen sein und diese Monstergeschichten ausgelöst haben, oder? Die Fresno Nightcrawlers, auch als Fresno Aliens bekannt, sind keine besonders großen Monster. Sie sind gerade mal an der Schau aus den Simpsons, oder? Ihr Oberkörper ist ziemlich klein. Ihre Größe entsteht vor allem durch ihre Beine. Gesichtet wurden diese Kreaturen wohl schon 2-mal. Einmal in Fresno in Kalifornien und das andere Mal im Yosemite Nationalpark in Kalifornien. Leider waren die Videoaufnahmen von beiden Malen so schlecht, dass man kaum Details vom Körper erkennen kann. Aber man erkennt eine dünne, weiße Kreatur ohne Arme. Zumindest kann man keine sehen. Außerdem hat sie ziemlich kurze, stelzenhafte Beine. Hey, Stelzen? Hast du schon mal vom Slide Rock Boulder gehört? Er soll irgendwo in den Bergen von Colorado hauchen. Schau wieder. Genauer gesagt im Lizard Head Mountain, nur einen Steinwurf südwestlich von der Gemeinde Telluride entfernt. Es handelt sich um eine Art Leviathan, der aber auf dem Land lebt. Dieser Bergwal beobachtet seine Umgebung mit wachsamen Augen, während er auf dem Lizard Head chillt. Er hängt an der Spitze und sein gespaltener Schwanz und seine Kleidung. Das klingt ja nach Schwachsinn, oder? Wenn irgendwer in sein Territorium eindringt, Wal in den Land. Nimmt das Tier seine Schwanzflosse und stürzt sich den Berghang hinunter, mit weit geöffnetem Maul, in dem messerscharfe Zähne sind. Das verschlingt alles und jeden, was ihm vor das Maul kommt. Darunter Bergleute, verirrte Touristen und Holzfäller. Er fliegt durch die Bäume, hinterlässt eine Schneise des Grauens. Er vernichtet alles, was ihm in die Quere kommt. Und das seit mehr als 100 Jahren. Das erzählt man sich jedenfalls. Ja, der würde sich aber selbst töten dabei. Das ist das Gruseligste, was ich gehört habe. Alter Mahaha versteckt sich irgendwo im Südosten Georgias nahe der Mündung des Altamaha River. Es ist ein zischendes... Alles Ruhe Sommers, oder was? Altamaha River ist einer der größten Flüsse in Georgia, der in den Atlantik. Das gesamte Gebiet um die Mündung herum ist voll mit kleinen Inseln, Kanälen, Deichen, Teichen, großen Sümpfen und ein... Sieht das schlecht aus. Perfekt für so ein Monster, um sich zu verstecken, oder? Die Legende besagt, dass dieser ungewöhnliche Kryptid einen störähnlichen Körper mit einem Knochenkamm auf dem Rücken hat. Dank seiner Vorderflossen schwimmt er wie ein Delfin. Wird wohl ein Stör sein, oder? Er erinnert an ein Krokodil, denn seine Zähne sind groß und messerscharf. Und er hat auch 2 große, glubschige Augen. Er ist grün und grau, mit einem weißgelblichen Bauch und soll bis zu 10 Meter lang sein. Wie das bei Kryptiden üblich ist, gibt es auch beim Altamahaha nur zweifelhafte Belege über seine Existenz. Aber die Legenden über ihn reichen Jahrhunderte zurück. Damals erzählte man sich von einem riesigen, schlangenähnlichen Tier, das zischte und auch brüllen konnte. Das Loch Ness Ungeheuer, oder Nessie, wie es liebevoll genannt wird. Seine Geschichte... Endlich mal raus aus den USA, hä? Natürlich nicht sie. Das heißt, sie frönten der Körperbemalung. Die Legende begann in den 1930er Jahren aufzuflammen. Damals wurde eine Straße in der Nähe von Loch Ness fertiggestellt, die einen schönen, freien Blick auf den See bot. Und im April 1933 bemerkte ein Ehepaar ein großes Tier. Sie verglichen es mit einem prähistorischen Ungeheuer, also einem Drachen. Viele stellten sich eine Art Plesiosaurier vor. Das war ein Meeressaurier. Das Ungeheuer überquerte zügig die Straße vor dem Paar und verschwand im Wasser. Später fanden Forscher auch ein Stör. Man vermutete, dass sie von einer beinfüßigen Kreatur von etwa 6 Meter Länge stammen könnten. Später stellte man aber fest, dass diese Spuren starke Ähnlichkeit mit den Spuren von Flusspferden haben. Außerdem weiß man, dass dieser See nicht nährstoffreich genug ist, um so ein großes Raubtier ernähren zu können. Es gibt nicht genug Tiere, damit es sich an der Spitze der Nahrungskette halten kann. Aber die Legende über dieses riesige Wesen hat sich so eingebürgert, dass Leute auf der ganzen Welt darüber spekulieren, ob sich unten im dunklen, trüben Wasser von Loch Ness nicht doch... Fertig. So. Na, nichts so beeindruckendes, wie ich gedacht habe, am Tag. Naja, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.